Ja moin, hello und herzlich willkommen bei einem weiteren Video. Ich stehe hier gefühlt mitten im Orkan. Es ist ultra windig, aber ich stehe hier mit einem neuen Motorrad. Und zwar einem Elektromotorrad, das man mit 16 Jahren fahren darf. Es ist eine Suron Light B. Die Marke ist Suron, das Modell Light B. Ich habe das gute Stück jetzt von Volthead bekommen. Die haben mir das ein paar Tage gegeben, um es mal so ein bisschen zu testen, weil mich das einfach mal ultra interessiert hat, wie fährt eigentlich so ein Elektromotorrad. Ich bin noch nie so ein Teil gefahren und das Allerkrasseste ist, man kann das wirklich mit 16 Jahren fahren. Man braucht nur den Mofa-Führerschein, man braucht nicht mal den 125er. Oder man kann es mit dem Autoführerschein fahren, also mit der Führerscheinklasse B. Für die von euch, die keinen Motorradführerschein haben oder die noch zu jung sind, das ist hier wirklich eine Alternative und eine richtig, richtig geile Alternative. Ich bin jetzt hier schon so ein bisschen hergefahren über diesen Feldweg. Was soll ich sagen? Es hat Offroad-Bereifung, mega viel Power, Newtonmeter, sofort am Start. Ultra, ultra geil. Ich würde sagen, wir drehen jetzt hier noch eine kleine Runde, gucken mal, was geht. Ja, und mit dem Teil gehen auf jeden Fall auch Wheelies, habe ich jetzt schon so oft gesehen. Ich selber kann es ja noch nicht, aber wenn du hier im Sportmodus bist und du gehst einfach mal ein bisschen Gas, geht dir das Ding sofort hoch. Oh, ich habe ein bisschen Angst, deswegen machen wir es lieber nicht. Ich habe das Ding ja noch ein paar Tage, vielleicht kommen ja noch ein paar Wheelies. Die Dinger kannst halt auch easy auf der Straße fahren. Die fahren 50 wie ein Roller, aber es ist einfach ultra, ultra geil. So, ich blinke hier mal. Weißt du, man sitzt auf so einem Bike, ist 16 Jahre alt. Du bist der King oder die Queen von der Schule, ey, ganz ehrlich. Ich hatte mit 16 so ein Teil, ein CPI Husar JR50. Da war ich nicht so cool, aber ich habe ihn trotzdem geliebt. Aber hiermit? Hör mir auf, ey, du bist der King. So, wo fahren wir jetzt eigentlich hin? Sportgang. Oh, ja, Beschleunigung ist schon böse. Und das Geile ist, du kannst hier überall fahren. Du störst keine Tiere, du störst keine Menschen, weil es halt einfach Elektro ist und so ultra leise. Natürlich, als eingefleischter Benzin-Motorradfahrer vermisse ich den Motorsound, ganz klar. Das ist so geil, ey. Nur einfach in die Wiesen rein. Oh, hier ist Schlamm. Oh, oh. Ich rutsch. Ich rutsch. Offroad. Oh, viel zu schnell für Offroad. Ah, es ist so geil. Mit meiner Enduro würde ich mich das nie trauen, einfach im Wald zu fahren. Pfütze! Okay, vielleicht ist es auch schon mal vorgekommen. Aber hiermit ist viel geiler, weil es so ruhig ist. Ich muss mir keine Sorgen machen um irgendwelche Tierchen. Ich muss mir nur Sorgen machen um meine Hände, weil die werden so langsam ein bisschen kalt in diesen geilen Fox-Handschuhen. Aber ich dachte mir, die sind besser als meine Motorradhandschuhe hier für dieses Suron E-Motorrad Special Bike. Wir mal probieren, ob die Suron hier so einen kleinen Burnout hinkriegt. Ich habe als Kind immer davon geträumt, wenn ich Fahrrad gefahren bin, dass ich einfach so mache und dass dann da Power ist. Und jetzt, ein paar Jahre später, sitze ich auf diesem E-Bike, also E-Motorrad-Bike und freue mir einen Lachs ab, ey, wirklich. Oh, da ist eine Straße. Da kommen wir wieder hin. Oh nein, jetzt fängt es Regnen an. Oh nö! So scheiße! Och Mann! Naja, egal! Also, du kannst hier über Stock und Stein fahren, macht gar nichts aus! Durch den Wald heizen mit 45, 50! Geil! Bisschen Offroad! Das ist ja richtig Offroad hier! 12 Sekunden später! Oh nein! Ich habe mich im Wald verlaufen! Niemals gedacht, dass mir das so viel Spaß macht. Selbst wenn ihr große Motorräder habt, dieses 50er E-Cross-Ding ist so geil. Oh, ist das schön hier auch. Mega geiles Bike, ey, wirklich. Hier nochmal kurz ein Wheelie. Oh, yeah! Oh, da kommen Leute. Jetzt mal gucken, wie sie reagieren auf mein Suron E-Bike. Hallo. Ah, total, total unproblematisch. Und Vollgas, tschüss! Oh yeah! Hä, vielleicht ist das auch ein guter Weg, um mal so ein bisschen mich an Wheelies ranzutasten mit meiner Brummhilde, mit meiner Enduro. So, jetzt ist natürlich wieder die Frage, die ich mir irgendwie jeden Tag stelle. Wo bin ich? Wo bin ich? So, was mich jetzt nochmal interessiert hier auf der Straße, ist die Beschleunigungsunterschied so von 20 auf 50 mit Eco. Ja, okay.
es geht. Also es kann, ich würde mal sagen, das fühlt sich an wie ein normaler, Roller. So, jetzt schalten wir mal auf Sport hier. Es geht sogar ein Stück bergauf. Sport ist drin. Gehen wir mal so auf 20 runter und alles. Okay, ja. Ja, das ist ein krasser, Unterschied. Ich glaube, ich werde das Ding jetzt nur noch in Sport fahren. So, jetzt cruisen wir hier mal nach Hause mit ganz entspannten 50. Geht eigentlich auch voll, also kann man nicht sagen. Oh, ein Fahrrad. Oh, ich habe hier gar keine Fahrradklingel wie an meiner Enduro. Klingelingeling, macht mal Platz. Ja, auf Ultraregen habe ich nicht so Bock, aber da ich jetzt eh schon ein bisschen dreckig bin, würde ich sagen, probieren wir noch mal eine kurze, kleine Enduro-Strecke aus. Oh shit, oh shit, oh yeah, wuhu. Oh, ich hätte Bock darüber. Nee, kann ich nicht. Bleib realistisch, Mach keinen Scheiß. Ey, vielleicht lerne ich wirklich mit diesem Bike noch ein bisschen besser Enduro fahren. Das ist quasi so die leichtere Variante von meiner Brummhilde. Geil! Vielen Dank fürs Anschauen. Ich hoffe, euch hat dieses Bike auch so gut gefallen wie mir. Wenn ihr Bock habt auf so ein Bike oder mehr wissen wollt, schaut doch gerne mal bei Voltheads vorbei. Hier auf der Insta-Seite oder auf der Website. Der Besitzer ist super nett und wird euch alle Fragen beantworten zu dem Bike. Und er hat mir auch einen Code gegeben für euch. Wenn ihr diesen Code hier benutzt, bekommt ihr noch einen fetten Discount auf alle Suron-Bikes. Ich fahre jetzt doch noch ein bisschen Enduro. Macht's gut, ciao!